Was geht ab, meine Duellanten? Osarus am Start. Freunde, wir sind hier im Livestream twitch.tv/Osarus. Links in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Wir suchten gerade geil Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nachdem ich mir mein Fun-Deck oder halt mein altes Deck nachgebaut habe mit dem neuen bewaffneten Drachen, ist es jetzt an der Zeit, ein bisschen ein Meta-Deck zu bauen, damit ich auch im Prinzip die neuen Beschwörungen damit vertraut werde und mit dem Spielstil. Wir haben uns dazu geeinigt. Ihr habt mir hier im Livestream gesagt, ja, dass ein Dino-Deck gut ist in der Meta, sag ich mal. Das Deck ist auch soweit fertig, Freunde. Ein, zwei Ersatzkarten habe ich noch, vor allem im Extra-Deck. Aber wir haben es soweit fertiggestellt, damit wir uns gegeneinander duellieren können. Das heißt, heute Abend nach 20 Uhr gehe ich live auf twitch.tv/osarusstones. Link ist in der Beschreibung. Und dann machen wir auf jeden Fall Duelle gegeneinander. Ich freue mich auf euch und viel Spaß mit dem Summon-Video. Und ich feiere Drachen und Dinos. Hatte ich schon immer. Deswegen gehen wir jetzt gezielt auf Dino-Karten. Ihr wisst Bescheid, ich habe ja ein, zwei Videos rausgehauen, so Overviews, Guides. Und ich habe ja gemeint gehabt, Geheimpacks und Schlüsselkarten sind äußerst wichtig. Und hier demonstriere ich nochmal hier an der Stelle, wie ihr da vorgehen könnt. Ich zum Beispiel will mir jetzt ein Dino-Deck bauen. Das heißt, ich crafte mir jetzt einfach mal eine Schlüsselkarte, eine Dino-Schlüsselkarte. Und zwar wird es der Ultimativleiter, hieß der. Nicht Ultimativer, Ultimativleiter. Da ist der. Den brauche ich in mein Deck, das wird, ist auch eine Schlüsselkarte und er wird jetzt, wie gesagt, hier an der Stelle mir ein Geheimpack freischalten und dort werden wir gut zusammen, wir haben 3000 Gems. So, wir erzeugen den Boy, ich habe auch Uya-Material, ne, vom Spiel und so fort, bekommt man, bam, rein damit. Man kann auch, by the way, beim Craften, habt ihr mich wissen lassen, Schriftzüge auch ziehen. Also ich habe den jetzt normal gezogen, aber ich hätte noch mit Effekten ziehen können. Ein Rainbow-Effekt sieht richtig geil aus, Freunde. Okay, jetzt haben wir das Dino-Pack freigeschaltet. Vorstoß. Oh, das sieht geil aus, Mann. Ich feier Drachen. Wir könnten, wenn ihr so ein Pack, Geheimpack einmal freischaltet, könnt ihr zum ersten Mal, um es richtig zu sagen, wenn ihr eine Schlüsselkarte euch erstellt, beim allerersten Mal, wenn ihr das erstellt, habt ihr einen kostenlosen Pull in diesem Geheimpack. Die zählt aber nur fürs Erstellen. Wenn ihr Schlüsselkarten zieht, summont, dann schaltet ihr zwar ihre Geheimpacks frei, aber ihr habt keinen kostenlosen Pull. Kostenlos ziehen. Ihr wisst Bescheid, Geheimpack, die ersten vier Karten sind aus allen anderen Decks. Die restlichen vier Karten, die letzten vier Karten, die sind aus diesem Geheimpack, also aus dem Featured Slot, sag ich mal. Den brauchen wir. Okay, Boys und Girls, Team Chat. Ich leg mal los mit den Summons. Wenn ihr... Kraft, krass, Technik. Heißt das, man braucht keine Technik für das Themendeck? Oder das hat keine Technik, sondern es geht einfach nur drauf. Einfach nur drauf bin ich dabei, Alter. Prähistorisch hier rein damit. Freunde, ihr gebt Bescheid. Wenn ihr, zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig gut ziehen würde und ihr sagt, ey, du kannst shoppen, du hast schon die meisten Karten gezogen, dann gib mal Bescheid bitte. Let's go. So, die ersten vier sind, wie gesagt, aus allen anderen Packs. Die resten vier sind jetzt aus diesem Dino-Pack. Oh, zweimal direkt, okay. Wehe. Was geht da mal? Fängt schon mal gut an. Komm, 4 UR. Let's go, ich will's. Einen haben wir zumindest, Leute. Einen haben wir. Let's go. Hab mich erst mal verschluckt vor Lachen. Ja, frag nicht, ey, was war denn das hier? Denke, ich kann aufhören zusammen, du hast recht. Achso, ja, ich hoffe natürlich, die UR ist hier bei gleich bei den Featured-Karten. Okay. Dreams? Oh, wie geil der aussieht. Okay. Oh! Ja, den haben wir gebraucht! Ach, das ist ein SR. Okay, sehr gut. Den haben wir gebraucht. Okay, mit einer Schriftzug jetzt hier. Und mit einem Effekt. Ja. So, Silbereffekt, was auch immer. Oh, Mann. Freunde, bitte! Der UR muss bei den Featured-Charakteren sein. Bitte. Okay, aber einen habe ich mir gecraftet, ne, von dem, wir brauchen den Dino-Wrestler, der ist oder so limitiert, den kann man sowieso noch einmal im Deck haben, aber den brauchen wir, den Dino-Wrestler brauchen wir. Schon drei Karten gezogen, ich brauche, ist gut. Ist auf jeden Fall gut.
Boah, das sieht auch geil aus, ey. Wie nett der aussieht. Die Synchro ist nice. Okay, sehr gut, Leute. Oh nein! Wieso nicht bei einem Featured? Oh! Alter, wer ist das? Ich kenne so viele Karten nicht. So viele sehen aber auch so geil aus. Der ist okay, aber das sieht dann nur geil aus. Featured 4 bis 8 dort, oder? Genau, die letzten 4. Also ab hier jetzt schon wieder der kleine Segel. Oh, wie süß der ist. Okay. Oh. Okay, hier sieht's nach nichts aus. Alter, laber doch nicht. Was ist mit dem? Wie oft? Okay, ist nur eine R-Karte. Ich weiß, aber wie oft? Oh. Hey, den kenne ich auch noch. Ja, ich kann die dann craften, auf jeden Fall kann die craften. Alles 3 plus tut man craften. Okay. Schwanzhieb. Der neue Topfer, ja Mann. Das hat sich auch gar nicht. Wie passt du denn, du Armer? Ja. Oh, wie cool. Alter, wir brauchen den Küken. Wir haben diesen kleinen Dino noch gar nicht gezogen, oder? Den brauchen wir. Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir. Sehr gut. Okay. 90 Pack, Leute. Let's go. Also, wir wollen auch. Wir müssen. Ich brauche den Dino Wrestler. Also, theoretisch kann ich ihn auch craften, weil ich brauche ihn sowieso nur einmal. Jura. Alter, diese doppelten Karten haben es mit mir. Letzte Pack. Das letzte ist SR oder höher. Also wir haben zumindest ein SR auf dem letzten Slot. Weil wir 10 Packs gekauft haben. Ja! Oh mein Gott, den brauche ich ja auch noch. Freunde, einfach gibt euch, wie oft ich den gezogen habe. Hey. Keiner weiß. Egal, wir machen weiter. Wir brauchen noch einige. Oh mein Gott, den haben wir noch gar nicht gezogen. Kann es? Ah, das ist auch eine UR. Dreams. Ja! Aber jetzt will ich die UR hier aus den Featured-Charakteren. Wir haben jetzt 2 UR schon mal garantiert. Da ist er wieder. Da ist er wieder. The Legend of Schwanzhieb. Okay. Ja, bitte, 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 please. Ja! Was sagt ihr? Ziehen wir den Wrestler. Oder jetzt den anderen brauchen wir auch. Den brauchen wir öfter, ne? Ja! Den brauchen wir. Seelenfressender. Falls die Karte als normal oder spezial beschrieben wird, du kannst ein Dinosaurier-Monster von deinem Deck nehmen und es entweder deiner Hand hinzufügen oder auf den Friedhof legen. Du kannst ein anderes Dinosaurier-Monster der Stufe 4 oder niedriger auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre es, dann beschwöre ein Dinosaurier-Monster als spezial beschrieben von deinem Friedhof in die Verteidigungsposition. Du kannst jeden Effekt von Seelenfressender Oviraptor nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay. Okay, geil. Gut. Osuru, ja, ich kann dir Yu-Gi-Oh! 5Ds noch empfehlen zu schauen. Da wurde die Synchronbeschwörung eingeführt. Richtig, da habe ich aufgehört. Die Story geht voll klar. Ja, 5 Dragons heißt das, ne? Ich feiere Dragons. Vielleicht, warum nicht? Der Wrestler ist in diesem Pack nicht featured. Ach, der Wrestler ist hier gar nicht drin. Labe nicht. Der Wrestler ist hier gar nicht in diesem Geheimpack. In welchem Geheimpack ist der? Aber, weißt du, den Wrestler, da mache ich mir gar keine Gedanken. Weil den Nurser kann ich craften, der ist eh nur limitiert. Den brauche ich nur einmal in meinem Deck. Das passt dann schon. Nochmal schon. Ah, nee, warte, jetzt auch noch mit Schriftzug hier. Grabwäsche Karte habe ich gezogen. Grabwäsche ist nice aus Pack 9. Hab gar nicht drauf geachtet, möchte ich sagen. Aber okay, das mit dem Wrestler, das ist nicht schlimm. Das. Oh, da haben wir was. Oh, okay. Das mit dem Wrestler ist nicht schlimm. Den kann ich mir craften zur Not, wie gesagt. Gönn.
Ah. Ja, bitte, 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 please, 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 featured, 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 featured. Oh nee, hä, wo ist der? Ist es der? I don't wanna... Oh! Alter, ich kenn den! Oh, mein Bruder, Alter, nehm ich, egal, nehm ich an. Wer weiß, vielleicht spielen wir den irgendwann. Der ist cool, den kennt jeder von euch. Der ist geil. Der ist geil. Jawoll! Noch eine UR. Please, 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 please. Den wo wir gerade gezogen haben, nochmal. Ah, das brauchen wir! Das ist auch eine UR? Oh, kein Wunder, habt ihr gesagt, dass das Deck teuer ist. Oh, Mann. Black Lust ist auch sehr geiles Thema, aber leider nicht Meta, okay. Was hat es mit den Schüssen auf sich? Ich kenne mich nicht so aus. Uchiha, wenn du eine ganz genau aus, wenn du ganz genau wissen willst, was damit auf sich hat, dann schau am besten mein Video von heute an. Da habe ich das erklärt mit den Schüssen und mit den Geheimpacks. Im Prinzip tun manche SR- oder Höherkarten Schlüssel freischalten. Das sind Schlüsselkarten und diese schalten dir Geheimpacks frei. Geheimpacks sind themenbasierte Decks. Ja, oh mein Gott, den haben wir zum allerersten Mal gezogen. Ich brauche den aber. Und zum Beispiel, ich will mein Dinosaurier-Deck bauen und deswegen ziehe ich aus dem Geheimpack von den Dinosauriern, weil ich da gezielt Karten ziehe aus diesem Set. Weil es sind da über 10.000 Karten hier. Ja, Leute, was sagt ihr? Wir haben normal gepult, oder? Hätte, oder? Ah, wir haben jetzt noch hier 10 Packs, let's go. Leute, wir haben noch 10 Packs. Also den bräuchten wir noch einmal, denke ich, definitiv. Den auch. Wenn ich sogar zweimal. Das auch und das auch. Den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, believe it. Ja! 2 UR. Let's go. 2 UR mindestens. Wie oft hast du den Jurassic hier? Ey, fragt mich, Alter. Ich hab den einen so oft gezogen. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Fire! Dimensions, das kenne ich. Gönn. Was ist das? Ich glaube, das wird aber nicht mein Deck sein, oder? Evo kann man... Bitte, Evo kann man leider nicht ziehen. Nein. Schade. Schade. Es sei denn, Dreams? Schon wieder. Ah. Hey, diese SR könnte dieser eine Baby-T-Rex da sein oder was auch immer. Oh, die Raptor ist limited auf 2. Okay, ultimativ spielt man auf 2 und Fossilgrabung ebenfalls nur auf 3. Das heißt, ultimativ brauche ich noch einen und von diesem Oviraptor auch noch einen. Hey, diese SR, ich brauche diesen Küken, Alter. Und von der Zauberkarte brauche ich aber mehrere. Diese Linkkarte war eine gute Karte. Für Kriegerdecks, okay. Nicht verkehrt, okay, okay, okay. Ey, schon wieder. Ja! Oh, Mau! Der ist so cool. Der ist so cool, Leute. Guck, wie klein und süß der ist. Oh, mein ja. Nicht die Mama. Wir haben noch eine UR, glaube ich, oder? Wenn diese Animation kommt mit dem Typ, dann heißt das Featured, glaube ich. Was geht hier? Ja, die Animation, die habe ich auch noch nicht ganz drauf. Hey, das brauche ich doch auch, glaube ich, oder? Was geht jetzt? The Bates! Einfach nichts. Oh oh. Ja! Den haben wir dreimal. Den haben wir dreimal. Perfekt. Gut. Sehr geil. Wir haben noch eine UR, oder Leute? Mann, ist ja sogar, wenn ich den Rainbow Red ziehen würde. Ah, wenn ich das auf dem Video hätte. Alter, der Lappen hier. Alter, ich nehm's zurück. Wenn der in Rainbow kommt, ich heul. Ich würde heulen. Falls überhaupt. Nee, RR kann man nicht mal Rainbow ziehen. Sicherlich nicht. Hey, warte. Ich hab doch noch ein UR, oder nicht? Oder hatten wir schon 2? Oh, da ist der. Leute. Ja.
Ja, sieht geil aus, ja. Gern. Ah, ich glaube, von dem brauche ich auch. Please. Jawohl, doch, wir haben gut gezogen. Doch, doch. Den haben wir zweimal, was wir brauchen. Den haben wir dreimal. In Ordnung, ne? In Ordnung. Wir haben natürlich noch nicht alles, aber wir haben schon in Ordnung gezogen, denke ich. Okay, Leute. Ja! Ja! So. Geil, Freunde, geil. Haben wir alles rausgehauen. Richtig stark. Weißt du ganz, ich werde jetzt halt auch hier an der Stelle dann das Deck nach und nach bauen, ne? Wenn ich das fertig habe, machen wir auf jeden Fall ein paar Duelle. Ich werde euch aber fürs Zusehen beim Sum-Video. Ich habe also gezielt jetzt fürs Dino-Deck gesammelt. Ja, und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Danke für eure Unterstützung. Macht's gut. Bis dann. Peace.